Also es wird einem hier so eine 1:1 Anleitung wirklich mitgeschickt. Das heißt, ihr seht wirklich, okay, was habe ich hier für Bretter, was habe ich hier für Schrauben. Hallo liebe MyDartFly-Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir machen heute mal wieder ein Unboxing-Video für euch, denn wir haben hier heute was ganz Besonderes für euch. Und zwar ist das ein hochwertiges Dartboard Surround aus Holz. So soll das Ganze am Ende aussehen. Wir fahren jetzt zu mir nach Hause und werden das ganze Ding zusammenschrauben. Mal gucken, wie lange das dauert. Ich werde euch auf jeden Fall Bescheid geben und werde euch dann auch zeigen, wie ihr es auch selber bei euch zusammenschrauben könnt. Das heißt, es ist hier so eine Art Unboxing und gleichzeitig auch Anleitungsvideo für euch. Ihr findet dieses Surround ab sofort bei uns im Shop. Deswegen bleibt dran, Freunde. Ich werde euch nachher die Vorteile von diesem Board vorstellen, werde euch zeigen, wie es bei euch funktioniert und wie toll das ganze Ding an der Wand aussieht. Deswegen kommt jetzt mit und bleibt dran. 2 Stunden später. So, hier sind wir wieder. Es hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, weil ich habe es wirklich geschafft, eine Schraube hier zu verlieren auf meinem Teppich. Die ist irgendwo zwischendrin mal verloren gegangen, während wir das Ding zusammengeschraubt haben. Ich zeige euch jetzt einfach mal kurz, gebe euch nur eine kurze Anleitung, wenn ihr euch zum Beispiel auch für so ein Surround aus Holz entscheidet, auf was ihr da achten müsst. Also es wird einem hier so eine 1:1 Anleitung wirklich mitgeschickt. Das heißt, ihr seht wirklich, okay, was habe ich hier für Bretter, was habe ich hier für Schrauben. Und sind auch schön nummeriert. Das heißt, man kann auch hier hinten ganz gut nachvollziehen, welche Schritte man zuerst machen muss. Also so, das ist jetzt die Rückseite von dem Board. Und wie ihr vielleicht eben in dem kleinen Zeitraffer-Video gesehen habt, dann haben wir erstmal das Ganze, die Bretter sozusagen alle umgedreht und von hinten diese Leisten angebracht, die letztendlich die Bretter zusammenhalten. Und dann hat man hier sozusagen die Schritte 1 bis 6 sind es, wo dir euch ja ganz klar erklärt wird, wie ihr dieses Board zusammenschraubt, mit welchen Schrauben. Ich würde euch empfehlen, dass ihr einen Akkuschrauber vielleicht benutzt, mit dem ihr die Schrauben reinhaut, weil ich hatte jetzt tatsächlich keinen zur Hand und deswegen durfte ich das Ganze per Hand machen. Und dementsprechend habe ich mir hier auch so die ein oder andere Blase geholt. Passiert, was man halt im Kopf hat, ne, hat man dann in den Beinen oder Händen, wie auch immer. Jetzt zeige ich euch aber nochmal ganz kurz, wie das jetzt von hinten aussieht, das Dartboard Surround. Hier übrigens unsere Assistentin, ne, ist auch hier unsere Assistentin ist hier auch schon am Arbeiten wieder, deswegen die ist mit anderen Sachen beschäftigt, hat es leider nicht aus dem Bild gepackt, deswegen ist sie jetzt mit drauf. So, jetzt seht ihr mal von hinten das Dartboard Surround. Das heißt, die Bretter haben wir sozusagen erstmal auf den Boden gelegt. Dann wurden die hier mit den Schrauben fixiert. Gerne auch zum Teil 2 Schrauben an einer Stelle reingehauen, damit die nicht wackeln. Dann seht ihr hier zum Beispiel auch schon mal die Tablet-Halterung, die ich hier angebracht habe. Mit so einer Schiebevorrichtung. Das heißt, da können verschiedene Größen passen da rein von euch. Zum Beispiel bei mir das iPad Mini oder halt auch mein iPhone, wo ich die Dartcounter-App drauf benutze. So sieht das ganze Surround jetzt von vorne aus. Ich habe jetzt hier schon mal die Vorrichtung fürs Dartboard, die Haltevorrichtung angebracht. Dabei sind mir leider dann die Schrauben hier hinten durchgekommen. Ist aber auch nicht so schlimm, weil ihr hier eh einen Abstand zur Wand habt. Das heißt, ihr müsst eigentlich nur aufpassen, dass ihr euch nicht verletzt. Hier ist so ein Haltebrett, da könnt ihr dann euer Bierglas drauf abstellen. Hier sind zum Beispiel auch schon so 3 Löcher vorgebohrt. Das heißt, hier passen ganz gut dann die Dartpfeile rein. Das zeige ich euch nachher, wie das dann am Ende aussieht. Das bringen wir jetzt an die Wand an. Das kann ich euch vielleicht auch schon mal zeigen. Das sind auch 2 mitgelieferte Schrauben gewesen. Die kommen jetzt sozusagen hier hinten in eine Haltevorrichtung. Also das Surround wird sozusagen an die Wand gehängt. Und zwar seht ihr es hier, haben wir jetzt hier so 2 Schlaufen. Einmal hier und einmal hier drüben. Und da wird sozusagen das Surround dann so eingehängt und hält dann auch gut an der Wand. Damit aber die Schrauben natürlich auch einen gewissen Halt in der Wand haben, ist es sehr wichtig, dass ihr hier stabile Dübel benutzt. Wurden auch mitgeliefert. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ist mit diesem Bohrer da 2 Löcher in die Wand zu hauen. Laut Hersteller wird empfohlen, dass man diese Kanten auf 1,90 Meter hängt. Damit werde ich jetzt 2 Löcher in die Wand bohren mit diesem Bohrer hier. Werde dann dort die Dübel anbringen und die Schrauben versenken. Laut Hersteller heißt es auf 1,90 Meter bohren, damit das Bullseye von der Scheibe auch auf 1,73 Meter hängt, wie es ja beim Steel Dart im Regelbuch steht. Und ja. Jetzt bohre ich kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Freunde, jetzt ist es tatsächlich endlich soweit. Ich präsentiere euch die Neuheit im Dartsport, das Wooden Dartboard Surround.
jetzt auch in meinem Wohnzimmer. Ich bin eigentlich ziemlich begeistert. Also auch mir gefällt gerade hier so diese Farbkontur. Das ist jetzt der Burnt Look. Es gibt tatsächlich das Ganze auch nochmal nur komplett naturbelassen. Das heißt ohne diesen Flamed Look einfach. Dann gibt es natürlich das Dartboard Surround auch noch in anderen Farben. Es gibt es zum Beispiel in Blau-Weiß. Das zeigen wir euch jetzt gerade mal. Ansonsten gibt es das Ganze auch nur in Rot. Zeigen wir euch hier. Und dann gibt es das Ganze noch in Rot-Weiß. Das seht ihr hier. Da könnt ihr euch selber bei uns im Shop einfach aussuchen, welche Farbe ihr da möchtet. Ihr könnt euch zum Beispiel auch die Farbe dieser Halterung aussuchen. Da gibt es dann auch immer verschiedene Styles. Vorhin schon mal drauf angesprochen, es gibt hier so drei Löcher, die hier eingelassen wurden. Um euch jetzt nochmal kurz so die Finessen dieses Dartboard Surrounds vorzustellen. Und da kann man dann zum Beispiel ganz einfach hier so seine Darts einsortieren. Man hat auch Platz, wie gesagt, hier für ein zweites Set. Das ist sehr stark. Das Board hängt jetzt perfekt, also ich finde es sehr schick. Ansonsten dann gibt es hier noch diese Tablet- oder iPhone-Halterung, wie man das möchte. Die kann man gegebenenfalls auch variieren und gucken, okay, was passt hier von der Größe. In dem Fall mit der Dart-Counter-App, wo ich sozusagen meinen Score runterzählen kann. Kann euch das Ganze nur empfehlen. Eine kleine Investition, so man fängt an so ab 89,95 mit der ganzen Basisversion. Und wenn man dann noch so ein bisschen Schnickschnack dabei haben möchte, kommt da noch ein bisschen was drauf. Aber man merkt halt auch schon so vom Material, das ist qualitativ hochwertig verarbeitet. Ich habe hier eben auch schon mal absichtlich so ein paar Querschläge ins Board gehauen. Da sieht man, das sind so kleine Einschlagslöcher. Ich finde, die fallen einem jetzt aber zum Beispiel auch gar nicht so auf. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir konnten euch so eine kleine Anleitung geben, wie dieses Wooden Dartboard Surround auch aufgebaut wird, wenn ihr euch selber schon eins bestellt habt. Gibt es bei uns im Shop auf www.mydartfile.com. Hinterlasst uns gerne Feedback unter diesem Video, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, bevor ihr euch sowas leisten wollt, könnt ihr das gerne schreiben. Wir beantworten das sehr gerne. Ansonsten gerne euer Feedback, wenn ihr selber schon so ein Prachtstück hier euch selber angeschafft habt, dann freuen wir uns dann natürlich drüber. Und ansonsten gibt es jetzt nochmal das Promo-Video mit Max Hopp. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und wünsche euch Good Darts und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.